So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hell & Loose. Heute mit mir, dem Crusader, auf der wunderschönen Karte Utah Beach an einem wunderschönen Tag. Ja, und ich bin wieder dabei, so ein bisschen durch die Gegend zu spielen. Heute mit dem Affengott. Oder wie heißt er? Affengott tot oder sowas? Keine Ahnung. Hallo. Guten Tag. Hallo. Oh. Anti und Supporter. Wichtig. Machen Defense Squad. Okay, ich schnapp mir mal den Angie, um die Node zu bauen. Defense Squad, Angie, alles klar. Ich bin gebettet zu bleiben, weil ich kurz vor Level 5 bin. Ja, ja, klar. Okay. Kurz vor Level 5? Ja, moin, Glückwunsch. Da mache ich Unterstützung, aber ich bin noch sehr unerfahren, ne? Aber wir machen Defense Squad auf Kapelle, oder? Wir nehmen zuerst den dritten Punkt ein. Ja, also, mal schauen, wie es läuft. Ich gehe jetzt erstmal zur. So wie ich das sehe, ballert der Supply Truck nach vorne, baut er die Garni. Dann können wir alle da spawnen und instant auf Kapelle laufen. Warum hält er denn dauernd an? Richtig. Und mal schauen, wie es läuft. Ich habe das schon zu oft erlebt, dass die einfach in kürzester Zeit es nicht geschafft haben, einfach in der Kapelle einen Outpost zu haben. Deswegen ist es oder halt in der Tankenbrücke einen Outpost zu haben, dass wir schon mal dahin spawnen können, falls wir das Battle verlieren. Also ich kann euch definitiv sagen, im Kompetitiven würde man jetzt davon ausgehen, dass man das Battle am Anfang gewinnt. Ja, da sind alle darauf bedacht, möglichst den dritten Punkt sich zuerst zu schnappen. Da wird auf den zweiten Punkt komplett geschissen. Und wenn man bei dem zweiten Punkt trotzdem was macht, dann schickt man da höchstens zwei Leute hin und das ist ein Offizier und ein Supplier. Wir haben ja gar keinen Supplier, der mit dem Offi mitläuft. Alle anderen können schon mal in die Angriffsgarni gehen. Okay. Du musst einen deiner beiden Konsorten, die hinter dir herren, mal schnell zu einem Supplier machen, wenn du einen OP gestellt hast. Bei der Snapback und der Q3 irgendwas, die rennen da hinter dir her. Diese komische chinesische Telefonnummer oder was ist das? Also Q3HNX, ja. Ist immer genau das, was ich wähle, wenn ich in Nordindochina anrufe. Was? Auf jeden Fall. Hat das irgendeine Bedeutung, dein QB3 Demo? Nee, ich habe einfach auf der Tastatur rumgehauen. Bester Weg, um sich selbst einen Namen zu geben. Habe ich auch gemacht, kam das bei raus. Achso, ja. So, okay, wir können davon jetzt spawnen, aber der Gegner capt Kapelle schon gut an. Wahrscheinlich werden wir es im ersten Durchlauf nicht schaffen. Der Typ seine gar nicht viel zu weit hinten gesetzt hat und da vorne irgendwie Eiersalat macht. Er scheint ein ganz lustiges Squad zu sein, in dem ich hier gerade bin. Ich werde übrigens diese Karten, die ihr hier jetzt gerade seht, in Realität besuchen. Zum Beispiel auch Utah Beach. Wenn ihr die Karte mal in Realität sehen wollt, dann würde ich euch raten, abonniert oder liked auch den Channel hier. Wäre auf jeden Fall super. Diesen Sommer geht's dahin. Irgendwann im August. Und ich denke mal, die ersten Videos wird es so Oktober, November geben. Vielleicht auch erst im Dezember, weiß ich nicht so genau. Werden auf jeden Fall möglichst nachfolgend dazu erscheinen. Die Leute produzieren sowas ja auch schon im Urlaub, aber das werde ich da wahrscheinlich so nicht schaffen. Vielleicht schon, aber ich leg's nicht drauf an. First enemy contact. Was ist? Ja. Ja. Oh. Oh.
Nein, er hat sie genau auf Kopfhöhe geworfen, genau in Reichweite. Und es hätte keine Möglichkeit gegeben, sich hinzulegen, weil da überall Wasser war. Es hat mich geblockt. Ach, was für eine gute Nade, ey, Wahnsinn. Die war wahnsinnig gut. Die war übertriebenst gut, die Nade. Also, Wahnsinn. Ich habe ihn nicht gehittet. Das heißt, er musste sich nicht verbinden. Ja, jetzt muss ich wieder da neu anlaufen und das wird 1000 Jahre dauern. Hä, hey, wo habe ich ihn 3 getötet? Huh. Naja, gut. Wir sind hier ein Tactical Defense Squad. Ich hasse Defense. Ist das, was ich am wenigsten mag, wenn ich dieses Spiel hier spiele? Der Graben war schon relativ voll. Ich weiß ja nicht, wie viele da noch kommen. Ja, wie viele werden da noch kommen? Unendlich viele. Solange die Spawns da noch stehen, spawnen die halt immer wieder nach und rennen neu rein. Ich will noch nicht im Wasser gehen. Wenn man im Wasser läuft, ist man einen Tick langsamer. Keine Lust, noch kann ich auf Tempo gehen. Wieder eine Headshot Nate. Also irgendeiner wirft hier so gute Granaten. Ah, nicht dein Ernst. Alter, Verwalter! Bitte lass das den Tank gewesen sein, der mich da gesehen hat. Das ist ja Wahnsinn, ey. Ey, die Gegner, die halten ihre Kapelle. Die sind nicht schlecht, die Feinde. Die sind hier gerade gar nicht so schlecht. Die können das gut hinkriegen. So, ich gehe mal auf den Pionier und baue dir kurz die Notes hin. Habe ich denn Supplies hier stehen? Nee, habe ich nicht. Haben wir irgendwo einen Supply Truck? Nein, auch nicht. Doch, im Süden. Aber der hat nichts abgesetzt. Was soll ich mit dem Supplier machen jetzt? Der ist hier bei mir. Ich bin hinter dir. Was soll ich mit dem Supplier machen? Ich kann keine Supplies bauen. Wir haben keinen Truck. Und den einen, den wir haben, der hat den irgendwo in die Pampa gesetzt. Ja, oder wir warten, bis der eine da hinten despawnt und dann nehme ich den nächsten, der kommt.
Das 1-1 auf dem Punkt, wo kommen die denn rein? Halt hier irgendwelche Geister. Ja, Gott im Himmel. Da kommt vom Ping aus rein. Zwei Gegner bei Ping aus rein. Zwei Schüsse. Mein Gameplay fühlt sich heute irgendwie ein bisschen starr an. Oh, aber sehr starr. Als ob irgendwie, Muskelkater hätte. Okay, ich hab auch ein bisschen Muskelkater, aber oh, trotzdem, irgendwie fühlt sich das heute, es fließt nicht so. Es ist nicht im Flow. Es ist mehr so eine schwimmende Sache. Wir werden angekappt, sehr stark. Ich wechsle mal Klasse auf MG. Ja, die nehmen uns jetzt. Ach, wir cappen Kapelle schneller. Sehr schön. Dann spawne ich bei der Airhead, damit ich noch die AA-Battery mitnehmen kann. Wir werden Kapelle jetzt safe cappen. Wir haben gecappt. Wir haben jetzt die Kapelle gecappt. Hab ich gerade gesagt. Spawn ist in 16 Sekunden an der Airhead. 14 jetzt. Ich bin gerade kein Engie mehr, ich habe schnell auf MG gewechselt. Den mache ich gleich, wenn ich tot bin, mache ich das.
Hey, da stand ein Panzer. Ach, Mann. So, ich schnapp hier mal schnell den Supply Truck. Warte, nicht losfahren. Ich nehme kurz Angie. Spawn ist in 3 Sekunden. Bin da. Ich kann auch alleine damit fahren, dann kannst du vorne weiter kämpfen, das geht auch. Wo hättest du denn gerne Supplies? Möchtest du die in der DE-Linie haben oder in der FG-Linie oder wo sollen sie hin? Nach vorne? Okay, ich pack sie in die C-Linie. Versteck sie da. Pack einfach 3 in die C-Linie und 3 packe ich in die F-Linie. Dann haben wir alles abgedeckt. Engagiert dich hier am Spielen und Bauen, wenn, ey, Wahnsinn. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt der spannendste Teil hier, 3 Minuten lang irgendwie dämliche Supplies aufzubauen. Ich bin froh, wenn das nach dem Update einfach alles viel, viel schneller geht. Das nervt tatsächlich so ein bisschen die Spawn. Hey, willst du mitfahren? Ja, der kämpft hier noch rum. Vorsichtig. Der liegt genau im Gebüsch auf meiner Leiche. Ist der auf meiner Leiche. Bleib hier mal liegen, dann seht ihr, wo er ist. Der liegt in meiner Leiche drin jetzt. Ja, der versteckt sich drauf. Er hat nachgeladen. Tot mittlerweile oder lebt er noch? Der hat immer noch gelebt, jetzt der Tod. Ja, aber diese Notes sind ja richtig geil gebaut. Da kommst du ja super durch mit dem LKW.
Ja, erstmal schön die Notes hier hochzimmern. Macht Spaß. Kackjob der Angie. Wirklich absoluter Kackjob. So, ich habe alle Notes gebaut, die ich bauen konnte mit den Vorräten, die ich hatte. Ja, ich wechsle gleich wieder die Klasse. So was Tödlicheres. Alter, was ist denn heute los, ey? Dann werde ich mit voll viel drauf oder halt gar nicht. Vorsicht, Shift die Powers, dann Gegner, wenn du auf die andere Seite gehst. Leck. Der letzte war leck. Oh, da hat's mich weggeleckt. Oh, 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 weggeleckt. Ärgert mich alles ein bisschen, weil die Gegner spielen halt echt voll kacke. Die sind voll schlecht. Gewehrschütz kann ich noch leveln. Hier ist Supplier auch. Der braucht garantiert wieder Supplier, ist ja auf dem Punkt der Typ. Ich leg dir gleich Supplies auf den Punkt. Vielleicht liegen nur, falls die Garni jetzt verschwindet. Eine Artischelle gefressen. Super. Habe ich welche erwischt? Weiß ich nicht. Könnt ihr mir bestimmt in die Comments schreiben. Weil vom letzten Mal bis jetzt. Ich habe eben zweimal getappt, aber ich habe mir die Zahl nicht gemerkt. Bilderweise. Ja. Aber ich denke mal, ich sollte ein, zwei gekriegt haben. Aber eigentlich müsste ich schon bei 30 Kills jetzt sein. Gut, ich habe ja auch Supplies gesetzt, aber wäre trotzdem schön gewesen, jetzt schon bei 30 zu sein. Ein Notes habe ich gebaut, keine Supplies gesetzt. Genau. Ja, darf ich jetzt spawnen oder dauert das hier noch ein bisschen länger? Ich bin mir da unsicher. Ja, darf spawnen, sehr schön.
Ach du meine Güte, oh Gott, hört auf zu schießen, Mann. Ich bin doch schon lang tot. Oh Junge, ey. Oder in der Ecke wurde es jetzt richtig schön gemütlich. Der Kampf findet da oben auch kein Ende. Der Kampf findet da kein Ende. Ich gucke, warum ich so auf Tab drücke, ist der einfache Grund, dass ich gucken möchte, welche Spieler sich in welchem Bereich befinden. Also je nachdem, wenn ich öfters getötet werde, damit ich grob einschätzen kann, so sind die Leute in der Ecke gut. Bleibe ich da oder gehe ich mal lieber in eine andere? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Aber die sind jetzt so, dass ich sage, okay, von denen kann ich relativ viele wegnehmen. Da steht ein OP in dem Gebäude, das weiß ich. Müsste ich nochmal hingehen oder was sagen, aber mache ich nicht. Erstmal nicht. Weil die Panzer stehen da gut. Der Gegner kann da gut feuern. Da steht ein Pack. Hey, den kann ich mit aufbauen. Yeah. Wofür haben wir die eigentlich gebaut? Hier fährt ein feindlicher Panzer auf Ping rum. Sieht den keiner? Ja, meld das mal unseren Panzern. Oder hast du es schon? Noch ein Panzer auf Ping. Der brennt schon. Oh, der huntet Menschen. Lauf weg, der will uns hunten. Hey, unsere Panzer. Sehen die den gar nicht? Mein Tank exakt auf meinem Ping. Der fährt jetzt durch zu unseren Tanks. Auf Ping, er fährt weiter. Ping, Ping, Ping. Panzer. Frag mal, ob der Dog Squad Leader da mal eine Garnison bauen möchte. Der rennt genau an meinen Vorräten vorbei, ey. Und der könnte so schön eine Garni basteln, ein bisschen besiegen. Hinten fährt schon wieder ein Panzer rum.
Fand ja OP zerstört. Hab noch eine OP-Sichtung hinterm Haus bei Ping. Ja, Mist. Noch mehr in den Gräben. Danke! Ich setze Vorräte vorne in den Punkt. Supplies. Ich setze Supplies in den Punkt. Damit hier einer gleich eine Garni bauen kann. Geht hier gar nicht. Hier. Da ist ein Gegner im Gebäude! Gegner im Gebäude! Ich glaube, er ist tot. Es ist okay. Es ist okay, Mann. Er ist tot. Er ist tot. Es ist in Ordnung. Oh Gott. Medic, hallo. Voll verzweifelt, voll geil. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Ja. Das ist sicher. 100%ig sicher. So hat man das damals so gemacht im Krieg. Meine Muni ist leer. Ja. Tipps? Für was? Fürs Spiel? Nee, sterben und immer auf Kopf gehen. Ja, das mach ich schon. Aber ich sehe die Gegner immer nicht. Achso, ja, das kommt. Das kommt mit der Spielzeit. Das kommt einfach durch die Playtime. Irgendwann fängst du an, die zu sehen. Scheiße, habe ich jetzt viele platt gemacht hier. Fuck. Und wenn du sie hörst, schießen von der Richtung, wo sie schießen, meistens leben sie dann noch. Viel funktioniert über die Audio.
Sowas ist hier gefährlich, wenn du hier reinguckst zum Beispiel, da kannst du schlecht Gegner sehen. Bei der Weide und so, das ist echt gefährlich. Oh nein, das ist ein Artiller hinter unserem Tank. Von meiner Seite. Weide. Richtung Weide steht er. An deiner Richtung Westen. Ja, hab ihn. Hui. Geht jetzt doch ganz schön ab hier. Muss ich schon sagen. Da sind noch mehr. Ah! Nein! Ei. Überlebst du's? Ich bräuchte Hilfe! Komm zu mir! Der ist nah am Himmel explodiert. Wenn du auch blutest, verbinde ich. Alles auf niedrig. Gib doch einfach ein Hellet Cruise und dann oder Crusader Ingame Grafikeinstellungen bei YouTube, dann kannst du meine Einstellungen ganz genau sehen, also sowohl Grafik als auch Maus, habe ich alles da hochgeladen. Einfach Hellet Cruise eingeben oder Crusader Hellet Loose oder sowas, dann findest du mich direkt. Alles auf niedrig, nicht weiter auf hoch, glaube ich. Das ist meine komplette Grafikeinstellung. Ping sehe ich Gegner. Ja, ich setz mal wieder hin. Stehen. Beim Compound sind wieder Gegner. Oh, da rennt jede Menge hin.
Ping ist ein feindlicher Spawn. Ja, scheiße, das Titel geht noch mit. Die haben mich. Huiuiui. Ein krasser Kampf hier tatsächlich. 45-10. Gut, ich saß auch lange in einem Gebüsch und hab da irgendwie rumgekämmt. Das brauchen die Gegner. Die brauchen einen, der auch mal richtig zurückkämmt. Ja, wird benötigt. Meine Vorräte haben noch Cooldown. Ich kann die jetzt hier vorne noch nichts legen. Aber wir werden hinten eh angekappt. Na, da hat er erwischt. Mist. Ah, da ist aber auch die Bar tick stärker. Die macht schön One-Hit. Ich brauche 3 Schuss. Gut, die MP40 hat natürlich eine höhere Feuerrate als die Bar, aber trotzdem, One-Hit, 3 Schuss ist halt immer noch ein starker Unterschied. Wir haben MG. Ja, können wir mal probieren. Ne? Da sind so ein paar Mauern, die kann man gut nutzen. Vielleicht geht da ja was mit. Vielleicht auch nicht. Ich hab echt Muskelkater in meinen beiden Armen. Obwohl ich gestern nur ein bisschen die Rose geschnitten habe. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll, weswegen ich da Muskelkater kriege. Na gut, wir haben auch das Haus echt ordentlich sauber gemacht und so. Ich habe mir auch echt Mühe gegeben, aber dass ich so einen krassen Muskelkater habe, das rechtfertigt es eigentlich noch nicht. Also ich bin ziemlich unsportlich. Ich glaube, ich sollte mir mal ein Fitnessstudio suchen oder sowas. Ich bin jetzt nicht so fett oder sowas, aber ich sollte mehr Sport machen. Ganz klar. Ich sollte definitiv mehr Sport machen. Ich war mal hübsch, jetzt bin ich es nicht mehr. Ei, der kam schneller als ich erwartet habe, der Headshot. Ich bin einfach scheiße mit den MGs, wirklich. Etwas, was ich gar nicht kann, ist dieses MG. Also es kann ich auch nicht spielen, so. Das ist einfach nur Rotz. Ich weiß nicht, wie die Leute das immer so geil finden und so gut spielen können. So, ich finde es kacke, aber nach dem Update ist das MG, finde ich, ganz geil. Also ich freu mich mega auf das Update. Ich habe mir jetzt einen PC bei Case King bestellt. Ich hoffe, ich kann das auf allerhöchster Qualität dann spielen, weil die eigentlich mega die Power-Rechner raushauen können. Ei. Die rushen jetzt in den Punkt. Die sind richtig close zum Punkt. Unser OP ist weg. Garni auch gleich. Noch ein OP weg. Das wird nochmal dunkel hier. Das wird nochmal dunkel. Das werden die finstersten Stunden der Fox Company. Und das war's. OP ist weg. Haben sie überrannt. Schade. Na gut. Die haben uns. Okay. Wo soll ich dir Vorräte bringen? Ich bringe dir Vorräte über Kapelle für einen neuen Angriff. Ich muss gestehen, ich passe mich spielerisch gerade an. Ich könnte als Squad-Lead natürlich viel mehr drücken und könnte die Zügel auch viel mehr in die Hand nehmen.
Möchte ich aber gar nicht. Jeder, der dieses Video bis hierhin gesehen hat, also 50 Minuten dieses Videos, der weiß ganz genau, dass da noch einiges mehr möglich gewesen wäre, wenn man es drauf anlegt. Ich mag aber gerade so ein steady, slow Gameplay. Macht eigentlich Spaß. Nahkampf kann man ein bisschen üben. Es geht bei den ganzen erfahrenen Spielern, geht das gar nicht. Da dauert eine Runde niemals so lange. Und wenn, dann ist es ein mega Fight, wo du mega viele Tode hast. So, hier kannst du schon eine Garni bauen. Ich leg dir hier Vorräte versteckt hin. Ja. Supplies liegen. No problem. Der Gegner hat eine Garni in der Nähe. Ich war eben fast da. Dreimal an der Garni habe ich direkt erwischt. Mehr wären es auch nicht geworden, weil ich keine Handgranaten habe. Ich bleib bei der Klasse. Ich möchte den Supply. Ich ziehe den Supply jetzt einfach mal durch. Es wird bald Sommerferien. Ich bestimmt noch mal so ein, zwei Klassen mit Glück auf 10. Ja, das war die Garni, die ich meinte. Reiß sie ab, Shift Power, reiß sie ab. Ja, dadurch kriegt man auch gute Punkte. Lol, er hat mir den Schuss gedrückt, nicht ich ihm. Krass. Krass. Also das war jetzt richtig Pech. Das war richtig, richtig Pech, ey. Mein Gott.
Wieso schießt ein Attila auf das Panzerwrack? Er hat zweiten Schuss aufs Panzerwrack gesetzt. Warum macht er das? Infanterie bei Pink. Kann ich gar nicht in Visier. Gar nicht ist exakt auf Pink. Sollten sie eigentlich blocken von hier aus? Ja gut, wenn du stirbst, wenn du vorher sagst Detonate. Oh, die haben die gar nicht gesmoked. Na, ah, da liegt noch einer im Graben drin. Okay. Aber gut, wir sollten cappen. Alter, da habe ich eben schön den Fullspawn reingehalten. Ist zerstört? Wunderbärchen, ey. Ich glaube, da war ein Graben. Kommen wieder von Süden, ne? Kontakt Süden. Ja, wir haben den Punkt. Ich bin leider tot, ich kann keine Vorräte auf den Punkt bringen. War ja gut gemacht. Ja, gebe ich so an mich selbst weiter. Crusader, hast du gut gemacht? Ja, hast du. Ja, guter Crusader. Ein Feini. Ich möchte gerne ein R-Gespräch zu Mao Zedong führen. Was sind die Nummer? Q3DHNX? Ja, was ist das? Verbindet. Perfekt. Verbindet sich nach China. Nee, Nordkorea. China hat die Nummern abgegeben und nach Nordkorea outgesourced. Ja. Hallo.
Soll ich dir die Vorräte droppen? Uns kommen da mehrere Feinde entgegen. Ich lege jetzt die Vorräte ab, sonst werde ich wahrscheinlich sterben. Gut, dass wir gerade noch so gebaut haben, Mann. Das war jetzt wirklich richtig knapp. Mehr als Tab drücken geht nicht. Weil man warten muss auf den Spawn. Auch wenn es langweilig ist. Es geht nicht anders. Und der Spawn ist gleich übel heiß. Also werde ich die gar nicht als Deckung benutzen, wenn ich gleich auf die Feinde schieße. Wenn ich kann. Dieser Busch ist ein hübscher Busch. Dieser Busch hier ist noch viel hübscher. Der Gegner ist sehr tot. Ja, da auch, glaube ich. Oder geht und er muss verbinden, was auch immer. Oh Scheiße, oh, da waren mir zu viele Mist, da habe ich den falschen gefokust. Verdammt. Da bin ich einmal weggestorben. Kann auch mal passieren. 26 Minuten sind noch auf der Uhr. Das wird auf jeden Fall ein sehr langes Gameplay jetzt. Ein sehr, sehr langes Gameplay. Habt ihr jetzt den Schlüssel gehört? 67, 70 schaffe ich vielleicht noch, bevor das Spiel zu Ende ist. In 25 Minuten würde ich übrigens noch einiges mehr schaffen, aber ich glaube, wir werden vorher cappen. Ganz hintere Ecke links. Also, ein 80, 90 Kill-Game wäre das hier schon geworden bei... Minuten, aber... Ah, jetzt war ich nicht konzentriert. Da war ich nicht gefokust. Nicht gefokust. Habe ich auch nicht mitgerechnet, noch zu spawnen. Ich muss mal aufrechter und gerader sitzen. Das ist echt ein Problem. Das mache ich einfach nie. Und dadurch ist mein Rücken schon total kaputt, ey. Das wird Ende 29. Ich will gar nicht wissen, wie das mit 40 oder 50 aussieht. Wahrscheinlich werde ich irgendwann doch die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio unterschreiben und dann auch ein bisschen mehr auf meinen Körper achten und ein bisschen mehr Sport machen. Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Fuck, da oben steht natürlich extremst geil, ne? Nein, er hat sich umgedreht. Ach, verdammt. Ich hab gehofft, der läuft jetzt weiter.
Bitte was? Brauche ich noch Supplies? Ich habe noch Supplies. Ich gehe mal ein bisschen auf Gewehrschütze. Ich muss gleich mal ein paar Handgranaten darüber werfen, mal raus mit Runddach. Oder wie wäre es mal mit einer Satchel hier? Kann ich eine Satchel legen? Jo, Satchel ist auch drin. Dann versuche ich eine Satchel ans Haus mit Runddach anzukriegen. Schaffe ich das mit der Satchel, ist das Game definitiv durch. Ja, wenn ich nochmal so weit rankomme und dann eine Satchel hinlege, war es das für die komplett. Das ist einfach der Eternal-Tod dann. Alle sterben, keiner überlebt. Lass mich hier crossen. Tattoo League. Der OP ist zerstört. Noch ein OP zerstört. Tetschel macht gleich Boom Boom, vorsichtig. Alle tot. Ich fliehe jetzt das Haus. Crusader hat fertig, Punkt ist tot. Ja, ich habe ein wenig gegrast. Aber das Ende war jetzt halt übel, ne? Die Satchel und dann habe ich den ganzen Scheiß ja auch noch überlebt. Ja, stimmt, hast du gemerkt. Möchte ich nicht so gerne sagen. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Nee. 3000. Es war Corona, ich habe viel Zeit zu spielen. Hier die Warzone. Ah ne, aber du weißt schon, wie man die Punkte liest. Das heißt, du hast ja schon mal angeguckt, wie das Spiel funktioniert. Das ist ganz gut. Das wissen viele nicht. Wie gesagt, wenn du irgendwas über das Spiel wissen willst, einfach Hell at Cruise eingeben und dann bei YouTube findest du allen möglichen Kram dazu. Diese Runde jetzt landet bei YouTube. Voll im Ausmaß. Stunde und neun, ey. Ja, das war doch mal eine nette Runde hier. 627 Combat-Punkte. Wie viele Kills waren das am Ende? 76. Ging. Hätten noch mal ein paar mehr sein können. Hier der Shifty Powers, der macht einen ziemlich guten Eindruck. 339 Combat-Punkte für einen Level 38er. Okay, der Typ ist gut, den muss ich mir mal vormerken. Der könnte sich lohnen, den anzuwerben. Und jetzt gibt es erstmal noch die netten Combat-Punkte.
Ein ganzes Level wird es wahrscheinlich nicht geben, aber schon ein paar. Wie jede Klasse gelevelt. Cool. Ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Bitte abonniert oder liked den Kanal. Macht's gut. Tschüss.